Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Mega Man X. Im letzten Part haben wir uns hier bei der Kristallschnecke so ein bisschen einen, den Tod gefarmt, sage ich jetzt mal. Haben ein Herz gesucht und haben es auch im Endeffekt bekommen, aber erstmal ein bisschen verkackt. Jetzt widmen wir uns dem Bubble Boy hier, denn ich heb mir gern den Skorpion für den Schluss auf. Ja, yeah, der Bubble Boy, der Mr. Krabs. Der Bubble Krab. Oh, Krab, jetzt habe ich Hunger. Ja, die Musik hier in dem Level finde ich brutal chillig, also die gefällt mir recht gut. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch schon, wo bleibt denn unser Brust-Upgrade? Ja, unsere Silikonkissen, die werden auch demnächst mal kommen. Huah! Aber erstmal schnappen wir uns hier das Leben. Die Silikonkissen gibt's nicht in diesem Level. Da müssen wir woanders hin. So, und wir nehmen natürlich hier alles mit. Und hier wird noch so eine Stelle sein, die ich euch zeigen möchte. Aber zunächst müssen wir mal hier was Kleines töten. Ja, genau, das sieht gut aus. Da, oh, stimmt. Da wird man gezwungen, das abzulassen, denn da kommt so ein Fisch raus. Der ist ziemlich nervig hier und da. Aber den kann man recht gut beseitigen. Moment, wir haben doch hier noch andere Waffen, noch bessere Waffen. Wo ist es denn? Zahnrad. So, einmal hier hin. Oh, das hat nicht funktioniert. Okay. Moment. Ich dachte, das funktioniert. Oh. Ah, doch. Ja. So. Ah. Da müssen wir aber noch mehr machen. Hopp. Jetzt nur nicht in die Grube fallen hier. Nehmen wir doch wieder hier die Mega-Dingerchen. Oh, nicht in ein Loch. Ja, genau. Oh, das sind ja die übelsten Grafikfehler hier. Tja, man kann halt nicht alles haben. Oh Mann, komm schon. Na, ich will dich kaputt machen hier. Man kann das Vieh nämlich versenken. Müssen wir jetzt nicht unbedingt, aber ich will es unbedingt tun. Immer noch nicht. Mann, das Vieh ist gierig. Oh, stimmt, das war ja schon der Laser. Jetzt komm her. Ah! Ach Mann. Okay, dann werden wir es halt eben nicht... nicht versenken. Brauchen wir nicht. Das ist nur, damit man... aua. Hier zu dem Spezialboss kommt, wenn er denn da wäre. So. Aber, wie gesagt, wir brauchen das nicht. Also machen wir es nicht. Und hier haben wir einen weiteren Sammelpunkt für... Lebensdingsies. Damit können wir unsere... zwei vollen Rucksäcke füllen. Okay. Hier müssen wir definitiv noch mal rein, denn hier gibt es noch einen Rucksack. Den kriegen wir aber jetzt noch nicht. Aua. Den kriegen wir erst, wenn wir hier die Fähigkeit vom Boss haben. Ja, und dafür müssen wir ja das Level einmal beenden, ne? Das Level an sich ist relativ easy. Hopp, da man so schön weit springen kann. Oh mein Gott, das war falsch. Oh, das war richtig falsch. So viel zum Thema, es ist relativ easy. Eigentlich wären wir jetzt von der Wand abgesprungen, anstatt wegzurutschen. Ach, kommt jetzt wieder der Drecks... aber wie konnte man... den konnte man doch so schön... mit irgendwas konnte man den so schnell wegnatzen. Ich weiß es aber nicht mehr, was... ich weiß nicht mehr, was es war. Na, ist mir jetzt auch egal. Waren es die? Ach komm, wenn wir schon hinten dran sind, testen wir es mal. Na? Ah, das hält auch ziemlich gut aus. Oh, das hat ja doch... aua. Ganz gut Schaden gemacht. Oh, das funktioniert richtig gut mit den... mit den Dingern. Ah, ich habe fast ein Herz vergessen, fällt mir jetzt gerade ein. Ah, egal, holen wir uns jetzt das Herz. So, hopp, und zack, zack. Komm, wir schießen dir ins Gesicht, mein Freund. Ah, Mann. Naja, ist so viel zum Thema. Einmal haben wir hier noch so ein wunderbares Ich fühle dich auf, Dingsy. Ein Energie-Dingens-Küchens. So, und ah, da müssen wir hier jetzt nur noch richtig abspringen. Ah, zack, zack. So, komm, und... hallo. Oh, mein Herz. So, das war das. Dann lernen wir jetzt fliegen und hoffen, dass wir auf dem Boden aufkommen. Und ah, da werden wir direkt in die Schlucht rein. Ey, du Saugesicht, du Drecksfisch. Wir sind schneller. Oh, piu, piu, piu. Ach, da haben wir mit der Kiefer abgefetzt. Naja, passt schon. Aua. Ich voll unsozial. So, ihr seht, der Fisch hält recht viel aus hier. Aber mit dem Zahnrad, mit dem Rad halt eben, kann man da noch recht viel machen, wenn man dann trifft. So.
Ach stimmt, wir sind ja erst hier. Ach, jetzt ist er uns natürlich voll im Weg. Naja. Was will man machen, ne? Ja, einfach mal. Oh nein, der hat eine Kapsel. Na, egal. Dass die wegschießen, ist ja alles kein Thema, ne? So, jetzt habe ich gezögert. Ein bisschen Mut beweisen. So. Und dann schwimmt das Vieh nämlich hier hoch. So. Und begibt sich da zur Ruhe. Da kann man dann halt eben trotzdem noch durch. Genau. Okay. Huch. Da habe ich ja fast Scheiße gelabert. Naja, als ob es was Neues wäre, ne? Okay, und da wäre dann der Spezialboss, wenn man denn, wenn er denn hier ist. So, und hier kommen wir jetzt zur Krabbe. Die Krabbe ist an sich ein gefährlicher Gegner. Aber es gibt eine gute und perfekte Schwäche. Und zwar das Zahnrad, also das Rad vom Koko. Das bringt verdammt viel gegen unseren Freund hier. Ja, komm, hüpf. Du Sau! Ach, Mann. Ja, jetzt aber. Boah, wow, das war ja mal fast richtig gut. So, komm, zack und hopp und wo kommen wir denn hier hin? Ach, da kämen wir dann raus, wenn wir das Vieh besiegen. So. Ja, da. Direkt mal Zahnrad aufladen. Ha. So. Dann machen wir den nämlich nieder und dann gehen wir den Skorpion besuchen und holen uns da was ganz Tolles noch. Ah nein, wir holen uns erst noch den Rucksack hier. Und wo war der vierte Rucksack nochmal? Scheiße, wo war denn der vierte Rucksack nochmal? War der auch beim Skorpion? Ich glaub's ja jetzt nicht, ne? Oh, okay, das hat noch getroffen. Naja, und das Zahnrad, wie ihr seht, ist ziemlich effektiv. Und zwar so richtig ziemlich und trifft sogar mehrfach. Das einzige Problem könnte sein, dass es halt ab und zu nicht schnell gesetzt werden kann, da der kleine Spack hier einfach durchläuft, aber trotzdem macht das den Boss richtig fein easy. Oh mein Gott! So viel zum Thema. So, und dann rennt er wieder durch. Aber das ist kein Problem. Ah, da kommen seine kleinen Kinderchen. Ah, au, 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 alles kein Problem. Yay! Mit dem Buster ist er natürlich ein bisschen schwerer. Aber, tja! Passt alles. Ich liebe... Der explodiert ganz schön lange, ne? Naja, hat gepasst. Jetzt kriegen wir, Blubstrahl. Genau den kriegen wir. Und damit können wir halt im Wasser ziemlich hoch springen. Ah, warte, hier kriegen wir den, ja, den dritten Rucksack, so. Bekommen wir noch mal den vierten. Einen haben wir da bekommen. Einen im Lavagebiet. Einen bei ihm im Wasser. Und... Ah, wo bekommen wir noch einen? Ich muss mal gerade die Level durchgucken. So. Da weiß ich jetzt nicht. Da waren wir. Gab es hier einen Rucksack? Nein. Nein. Gab's hier einen Rucksack? Nein. Gibt's da echt noch einen Rucksack? Okay. Aber erstmal wieder in die Deep Sea Base. Denn den schnappen wir uns definitiv mal. Also den dortigen Rucksack. Da kann ich euch auch gleich mal den Blubstrahl zeigen. Das ist nämlich wirklich nur ein Blub-Blub-Strahl. Aber das ist umso cooler. Da habt ihr so eine Art Schutzschild. Und ja, der verbraucht sich halt mit der Zeit. Ah. Man ist zwar nicht unverwundbar, aber... Boah, aber gut genug ist er jedenfalls, um so einiges wegzuhalten. Ist, glaube ich, auch gegen den Typ da unten recht gut. Gegen unseren Fischfreund. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Ich wette nicht drauf. Oh mein Gott, lass mich laufen! Gemein! Okay, das wäre schon mal weg. Hör auf zu laggen. So, und dann weiter reinspringen hier. Komm. Und das war's dann auch. So, vielleicht sollte ich das mal ausmachen. Moment, so. Habe ich gerade einen Fehler gemacht? Nein. Warte, wir haben nur ein Leben? Oh. Okay. Huah. Hätten wir vielleicht doch oben das Leben einsammeln sollen? Naja, passt schon. So, ich weiß nicht mehr, ob es hier war oder ob es hier war. Ich glaube, es war hier oben. Ja, genau hier. So, erstmal Quallen weg. Blub. Blub, blub, blub.
Was? Was war denn jetzt? Komm. Ah. Ah, Mann. Hopp. Ja. Ja, Mama, Baby. Yes. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt haben wir drei Rucksäcke. Moment, wenn wir gerade hier sind. Ja, wir müssen einmal noch wechseln. Können wir auch den Rucksack gerade voll machen, ne? Ich sehe nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, geh weg, das ist mein Dreck. Eins, ich habe ein Glas voll Dreck. Multikill. Okay, es war nur ein Double Kill, ich weiß. So, und jetzt einmal füllen, bitte. Oh, noch nicht ganz voll. Müssen wir nochmal. Komm, gib mir. Yay, sehr schön. So kann man halt wunderbar diese Tanks füllen. In diesen Bereichen, ja. Codes, yay! So, gut. Dann auf zum Skorpion. Ich mag dem seine Stage sehr gerne. Die hat sowas Fortgeschrittenes. Ist auch ein interessanter Bosskampf, muss man sagen. Generell die Stage. Da gibt es einen Boss, der wird stärker, je öfter man gescannt wird. Und der Skorpion selbst kann einen aussaugen und damit schwächer machen. Ich glaube sogar langsamer und alles drum und dran, also ist nicht ohne. Wenn man diesen gelben Dingern ausweicht, kommt man glaube ich zu einem... Naja, nicht Secret, aber irgendwo hin. Also wir versuchen sie mal zu umgehen. Dann können wir glaube ich nämlich irgendwo hochklettern. So, aber ich weiß nicht wo es war. Hier war es glaube ich nicht. Okay, wie ging das jetzt nochmal? Erstmal die Ladungen hier weg und zack. Das war's nicht, ne? Okay, hoch. Ja, sehr so ist gut. So, Moment. Und hopp. Yay, genau. Und dann kann man hier wunderbar... Hier wunderbar... Mann, komm her. Komm her, du Sau. Komm schon. Ah, ist doch nicht wahr. Hopp, 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 hopp. Ah, ich schaff den Sprung nicht. Ha, Moment. Ich habe noch eine Idee. Selbst wenn ich den Sprung nicht schaffe, hiermit schaffe ich das. So, einmal das. Oh, dann vielleicht mal ohne. Ach, komm schon. Ey, komm. Das muss doch funktionieren. Oh, das funktioniert nicht. Okay, Moment, das... Ah, Moment, da kommen wir, glaube ich, gar nicht so dran. Wie kamen wir denn jetzt nochmal da oben hin? War das überhaupt das? Oh, das war ungewollt. Vielleicht war es auch ein Stück später, deswegen. Ich dachte, es wäre an der Stelle. Ah! Geht doch. Ein Herz, okay. Aber ich dachte, hier wäre auch noch das Boost-Upgrade. Nee, okay, hier an der Stelle nicht. Naja, schauen wir uns mal weiter um. Ja, haben wir hier noch was? Ja, hier müssen wir erstmal aufpassen. Da kommen gar so... ein paar Kanister, die uns totstecken. Wie der zum Beispiel. Und dann sein kleiner Freund. Und da kommt noch einer. Hm? Normal müsste noch einer kommen. Hopp. Ja. So, und da ist noch einer. Eieiei. Da ist die Bude echt voll. Hopp. Okay. Huh. Hopp, 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 hopp. So. Aber hier kann man noch irgendwo hoch. Bin mir da relativ sicher. Okay, erstmal Ruhe. Okay, hier war es nicht. Ah, wo war das denn? Moment. Genau, hier war das. Genau da war das, genau. Aber wie ging das jetzt nochmal? Ach du Scheiße. So, Feuersprung. War das das? Testen wir es mal. Und hopp. Ah, Mann. Hopp. Ja. Ah, verdammt. Fast. Fast. Das kriegen wir hin. Und hopp. Ah, scheiße. Da habe ich den zu spät benutzt. Vielleicht einfach mal so? Ja, Mann. So ist es richtig. Ein E-Tank. Okay, habe ich das mit der Kapsel komplett verpeilt? Wo gab es die Brustkapsel? Naja, wir werden sehen. Erstmal das Dateischwert hier besiegen. Ich glaube, da war der Blubstrahl recht gut dagegen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube... Okay, uncool. Mist, Schwert. Geh weg. Ah! Du Fuchtelsau, du. Geh drauf, komm.
Ah! Ach man, ich dachte, der Blutstrahl wäre gut gegen das Ding. Aua. Ist jetzt gut. Ey, Mann, du Sau. Stirbst du halt noch? Mann! Ah, ich dachte echt, das wäre gut gegen das Vieh. Da! Aber irgendwie nicht so wirklich. Jetzt komm her. Ah, oh Mann, dann halt irgendwas anderes. Ja, nur was? Eis? Nö. Ich dachte, es war der Blubstrahl. Na, werden wir es damit machen. So, komm. Geht doch, ne? Wunderbar. Back to the Buster. So. Das war das. Wow, ich habe das geschafft, ohne Alarm auszulösen. Wie geil ist denn das? Jetzt geht's nämlich rund. Jetzt müssen wir nämlich auf die andere Seite. Ja, wenn es geht ohne, dass uns so ein Scanner erwischt. Wenn es geht ohne. Scheiße. Jetzt werden nämlich Daten von uns übernommen, die einen anderen Boss stärken. Und wenn ihr hier in den Spezialraum wollt, dann müsst ihr hier recht schnell durch. Das ist nämlich der Spezialraum. Und sobald ihr dort angekommen seid, hören die Scans auf. So, ja, jetzt weiß ich ja gar nicht, ist da hinten vielleicht zufällig der Spezi-Raum? Nein, oder? Nein, ich will da gerne einmal dran. Ja, weg damit. So. Okay, dann halt anders. So, gucken wir mal da hoch. Nicht, dass man hier voller Panik durchgeht und dann ist da doch nichts. Gut. So, also wie gesagt, wir können hier, glaube ich, bis zu dreimal gescannt werden. Und das macht jetzt diesen nächsten Zwischenboss um einiges stärker. Wenn man nur einmal, wenn man ein, zweimal, also einmal gescannt wird, ist er kein Problem. Zweimal ist schon eine andere Sache. Dreimal, da ist er richtig heftig. Also, ist ein cooler Boss. Da kommen jetzt die Daten. Und ja, jetzt ist er ein bisschen stärker. Aber da ist noch ziemlich simpel. Das kommt, glaube ich, jetzt dazu, weil er uns gescannt hatte. So, wir wechseln die Seite. Aber wie gesagt, das ist noch simpel. Er hat aber noch viel mehr Tricks drauf, wenn er jetzt das dritte Mal, zweite Mal gescannt worden wäre. Und beim dritten Mal, da wäre er richtig abfuck-assi schwer. Aber so ist das wirklich noch im grünen Bereich, im blauen Bereich. Aua, du Saugesicht. Ich baue aber trotzdem in diesem blauen Bereich ganz schön scheiße. Und ihr seht, der hält gut aus und der hält auch mehr aus, je öfter er gescannt wird, also unsere Scanner-Daten erhält. Yay, ein kleines Lebensding! So, und hier haben wir wieder Alarm. Okay, shit! Das habe ich nicht mehr gewusst. So, hier will ich mich aber nicht verhetzen lassen. Denn könnte echt sein, dass hier noch diese Brustdingens ist. Wow, das ist echt ein weiter Weg. Ich weiß gerade nicht, wo die Brustverstärkung ist. Verdammt. Das ist irgendwie jetzt mies. So, was ist denn gegen den gut? Frage ich mich jetzt mal gerade so. Ich probiere einfach mal alles durch. Ich weiß es nämlich nicht. Das ist das Coole daran. Ich weiß nur, dass er nicht unbedingt der beste Freund eines jeden Spielers ist. Der hat nämlich echt krasse Moves drauf. Okay, das habe ich irgendwie erwartet. Ja. Okay, dann fangen wir mal an. Nope. Oh, stimmt, das ist ja das. Das ist auch nicht pralle. Das habe ich immer gerne benutzt, da es auch trifft, wenn er halt eben wegportet. Aber wie ihr seht, es ist nicht Special Move-mäßig episch. Ah, verdammt, da war ich zu langsam. Das auch nicht, okay. So, und was haben wir hier mit dem Dreck? Der Dreck ist stark. Wir haben ihm seinen Schwanz kaputt gemacht. Oh mein Gott, wir sind ja richtige Assis. Jetzt kann er seinen Special Move gar nicht mehr auf uns drauf machen. Oh mein Gott, das tut mir ja fast leid. Naja. Egal, passt schon alles. Hey, mein Freund, komm her. Komm. Ja, komm. Unser Ninja-Freund hier. Bam, volle Möhre den Schrott ins Gesicht geballert. Ja, komm. Komm her. Ich liebe diesen Boss ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hätten wir ihm jetzt nicht den Schwanz abgeballert, dann wäre er auch ein bisschen schwerer, weil er uns dann versucht, mit eben diesem Schwanz aufzugreifen.
Und dann saugt er uns Leben und Stärke aus und so weiter. Und ja, das ist halt ziemlich schmerzhaft. Und macht uns halt eben schwächer. Ah, ich will dich mit einem Teilstück treffen. Ah, jetzt aber, komm. Yay! Ja, Mann. Wo gab's die Brustrüstung nochmal? Schande. Puh. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die habe ich jedes Mal in dem Spiel hier gesucht. Kacke. Die Brustrüstung. Hm. Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. I'm sorry, X. One of the X-Hunters attacked. The base and took all of Zero's parts away. They are going to rebuild Zero at their base. I tracked them to location 00, the North Pole. I can't let them tamper with him, Dr. Kane. I've got to save him.